Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel. Heute erkläre ich euch, wie ihr in 8 Minuten eure Grundsteuererklärung abgeben könnt. Natürlich können Grundstücke und Besitzverhältnisse komplex sein. Daher gehe ich auf einen Standardfall ein. In meinem Fall handelt es sich um eine Eigentumswohnung in Baden-Württemberg und mit 2 Eigentümern. Im Prinzip geht es recht einfach. Alles, was ihr braucht, ist die Internetseite elster.de und finanzamt-bw.fv-bwl.de/grundsteuer-neu. Hier gibt es als Unterstützung Links zu Ausfüllhilfen und den Link zu den Bodenrichtwerten. Die Unterseite zu wichtigen Hinweisen mit unterschiedlichen Situationen und Beispielen. Und die Seite zu den Bodenrichtwerten von Boris-BW. Also fangen wir direkt an. Meldet euch bei Elster unter eurem Account an. Das geht über unterschiedliche Wege. Ich nutze hierzu mein Zertifikat. Nach der Anmeldung geht nun auf Formulare und Leistungen. Dort auf alle Formulare, Grundsteuer. Und bei mir Grundsteuer für Baden-Württemberg. Klickt auf Weiter. Klickt auf Ohne Datenübernahme fortfahren. Hauptvordruck GW1 ist schon ausgewählt, wählt zusätzlich noch Anlage Grundstück GW2 aus und klickt auf Weiter. Gebt nun das Aktenzeichen an, unter dem das Finanzamt euer Grundstück führt. Wir haben hierzu alle ein Schreiben erhalten. Alternativ einfach den Grundsteuerbescheid nehmen. Klickt auf Nächste Seite. Wählt Hauptfeststellung aus und Grundstück wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens. Füllt eure Daten zur Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort aus. Klickt auf Weitere Daten hinzufügen. Füllt nun die Gemarkung, also den Ort aus, das Flurstück und den Zähler. Diese beiden Angaben findet ihr auf der Rückseite des zuvor gezeigten Schreibens vom Finanzamt. Grundbuchblatt und Flur könnt ihr freilassen. Gebt die Fläche ein. Diese ist meist im Kaufvertrag zu sehen. Gefordert wird als Flächenangabe Quadratmeter. Bei mir steht nun eine andere Angabe an. Für alle, die sich nicht sicher sind, einfach nach Flächenumrechnung googeln und das Ganze in Quadratmeter umrechnen lassen. Ich wähle unter Punkt 11 bei Enthalten in 1 erste Fläche aus, da mein Grundstück nur in einer Bodenrichtswertszone liegt. Punkt 11 ist der zur wirtschaftlichen Einheit gehörende Anteil. Gehört euch alles alleine, dann ist es einfach. Tragt bei Zähler 1 und bei Nenner 1 ein. Bei Wohnungen gibt es üblicherweise Miteigentumsanteile. Zu finden sind diese meist in der Teilungserklärung oder der Abrechnung vom Verwalter. Bei mir 1208 Zehntausendstel. Also trage ich bei Zähler 1208 ein, bei Nenner 10.000. Klickt nun auf Nächste Seite. Wählt nun aus, wem das Grundstück gehört. Wenn nur euch, dann wählt 0 Alleineigentum einer natürlichen Person aus. Mir gehört es mit meiner Frau zusammen, somit wähle ich 4 Ehegatten-Lebenspartner aus. Trag nun alle Daten der Eigentümer ein. Bei Steuernummer, Identifikationsnummer wählt das Land aus. Sucht nun am besten euren letzten Bescheid über die Einkommensteuererklärung. Dort links oben im Schreiben steht die Steuer-ID-Nummer und die Steuernummer. Gebt nun ein, wie sich der Anteil am Grundstück aufteilt. Hier zum Beispiel 2/3 zu 1/3. Bei Grundsteuervergünstigungen macht ihr meistens nichts. Auch bei Ergänzen der Angaben zur Feststellungserklärung könnt ihr freilassen. Empfangsvollmacht lasst ihr frei. Mitwirkung bei der Anfertigung dieser Erklärung lasst ihr frei. Und kommen wir nun zur Anlage Grundstück GW2. Klickt auf Weitere Daten hinzufügen. Nun wird es ein wenig tricky. Sucht auf dem Schreiben die Flurstücksnummer,
geht auf die Seite boris-bw, gebt den Ort, Leerzeichen und die Flurstücksnummer ein. Als Ergebnis erhaltet ihr die Fläche und den Bodenrichtpreis. Gebt also den Bodenrichtwert ein. Bei der Fläche des Grundstücks gehört nicht die gesamte Fläche herein, sondern nur euer Teil. Auf den zuvor gezeigten Links gibt es Rechenbeispiele, wie ihr auf die Angabe kommt. Beispiel: eine Fläche von 200 Quadratmetern bei einem Miteigentumsanteil von 23/1000 rechnet ihr 200 mal 12 geteilt durch 1000. Das Ergebnis ist 4,6 Quadratmeter, also wird als Eingabe eine 4 erwartet. Bei meinem Beispiel 1292 Quadratmeter bei einem Miteigentumsanteil von 1208 Zehntausendstel ist die Rechnung 1292 mal 1208 geteilt durch 10.000. Das Ergebnis ist 156. Das Grundstück bei mir ist bebaut, da ich ja darin wohne. Also markiere ich den Punkt, ist das Grundstück bebaut und wird dieses überwiegend zu Wohnzwecken genutzt. Unter zusätzlichen Angaben bei Wohnungsteileigentum tragt einfach euer Kaufdatum ein. Klickt auf nächste Seite. Erbbaurecht überspringe ich und klicke auf Alles prüfen. Alles ist super, es sind keine Fehler aufgetreten. Sollten Fehler vorhanden sein, so könnt ihr den Bescheid nicht abschicken, sondern müsst erst schauen, was nicht passt. Hinweise könnt ihr lesen und dann ignorieren. Ihr haltet nochmals eine Zusammenfassung. Ihr könnt auf Absenden klicken und seid mit der Abgabe fertig. Final erhaltet ihr ein Transferticket. Das war es schon. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Abgabe eurer Grundsteuer behilflich sein. Bis zum nächsten Mal, euer Jan von Jans Technik Channel.